Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, euer Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. In diesem Video geht es um die eBay-Nachrichten. eBay hat bereits in mehreren Mails und Nachrichten über Neuerungen gesprochen, die schon umgesetzt worden sind und noch umgesetzt werden. Diese Änderungen möchte ich in diesem Video besprechen. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video. Bleib unbedingt bis zum Schluss dabei. Ja, Freunde, wie angesprochen, geht es hier um die Änderungen, die eBay hier macht in Zukunft und noch machen wird. Und ich habe hier mal eine Übersicht von den News für gewerbliche Verkäuferinnen und Verkäufer im April 2022, also ist schon etwas länger her, sagt der eine oder andere. Aber wir haben hier Neuerungen, die jetzt erst im Juni stattfinden oder im Juli erst und vielleicht einen Zukunftsblick noch weiter hinaus. Und diese Nachricht werde ich euch unten in der Videobeschreibung sowie auch alle weiteren Informationen, die ich hier bereitstelle, findet ihr unten in der Videobeschreibung oder oben in der Infobox von bereits veröffentlichten Videos von mir. So, und dann lasst uns mal das Punkt für Punkt abarbeiten und anschauen, welche Änderungen denn hier eBay umgesetzt hat und noch umsetzen wird. Und falls du mehr von solchen Informationen und Nachrichten bekommen möchtest und aber auch allgemein alles ums Verkaufen und Kaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. So, dann lass uns mal mit dem ersten Schritt beginnen. Und zwar finden wir hier Änderungen bei den Artikeln, Merkmalen und Kategorien. eBay nimmt stetig Änderungen an Artikel, Merkmalen und Kategorien vor, auch wie hier ab dem 17. Mai wurde schon umgesetzt, dass hier gewisse Kategorien und Kategoriestrukturen aktualisiert worden. Ihr könnt gleich genau sehen, welche, aber auch unten in der Videobeschreibung den Link dazu findet ihr natürlich, um hier genau zu schauen, welche Kategorien und Merkmale betrifft das Ganze denn. Wie gesagt, ich werde hier nicht zu tief in die ganzen Änderungen hineingehen, sonst würde es das Video einfach sprengen. Deshalb, Änderungen in Artikel, Merkmalen und Kategorien. Schaut euch das gerne mal an. Wir haben hier auch eine Übersicht der Änderungen. Wir haben hier alle Kategorien von eBay. Ja, ihr könnt hier dann geänderte Kategorien anklicken und seht direkt, was wurde denn hier geändert, was ist dazugekommen. Wir schauen hier neu, was hier neu dazugekommen ist, verschoben nach, auch das können wir uns ansehen. Also wenn ihr hier das Ganze euch hier genauestens anschauen möchtet, wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung. So, kommen wir zum nächsten Thema, und zwar geht es hier um eBay-Anzeigen. Ja, und zwar hier direkt sehen, es geht hier um Preisvorschläge, das heißt Preisvorschläge, die ihr oder die Kunden euch machen können. Das heißt, neben dem Knopf in den Warenkorb legen, habt ihr hier auch Preisvorschläge senden als Option, die Möglichkeit, das Ganze in eurem Angebot zu integrieren, aber auch Kampagnen zu erstellen und bearbeiten. Auch hier sind einige Neuerungen dazugekommen. Wenn ihr euch damit tiefer beschäftigen möchtet, dann schaut euch das gerne mal an. So, dann haben wir hier News zu Anzeigen weiterhin, und zwar Anzeigengebühren. Es geht hier um die Anzeigenstandard, das heißt, um ein Produkt zu bewerben und höher zu positionieren, wird es hier ab dem 1. Juni 2022 Änderungen geben. Und zwar war es bislang so, dass die Gebühr immer auf den Verkaufspreis berechnet wurde. Nun setzt eBay das Ganze um, und zwar auch für, wie die das schreiben hier, für Variablen. Das heißt, auch Versandkosten sind dann mit in der Gebühr drin. Das heißt, die Gebühr wird auf den Gesamtpreis inklusive der Versandkosten berechnet. So müsst ihr das Ganze nun auf den Schirm haben, und die Kalkulation und der Vorschlag an Gebühr wird immerhin weiterhin noch gezeigt, falls man eine Anzeige schalten möchte. Wenn du näher zu diesem Thema das Ganze anschauen möchtest, habe ich bereits dazu ein Video gemacht, findest du hier oben in der Videobeschreibung. So, wo wir denn schon bei Anzeigen sind, und zwar geht es hier um die Wow-Angebote. eBay erleichtert hier die Einreichung von Wow-Angeboten. Ihr seht es hier auf der Startseite, wenn ihr hier auf Wow-Angebote klickt, dann gibt es hier verschiedene Aktionen und Kampagnen, die eBay regelmäßig fährt für verschiedene Kategorien und verschiedene Marken und Produkte.
Und die Einreichung funktioniert nun ganz einfach. Hier das Ganze unter Wachstumsportal ebay.de. Und zwar habt ihr hier dann die Möglichkeit, verschiedene Kategorien bzw. verschiedene Kampagnen dran teilzunehmen und Angebote einzureichen. Ihr seht hier der Mai. Wir haben auch hier eine kleine Historie. Das sind die beendeten Kampagnen, die orangenen. Dann haben wir hier diese türkisblauen Kampagnen. Das sind noch laufende Kampagnen. Ja, zum Beispiel hier Akkugartengeräte um 40% gegenüber der UVP. Und wir haben zukünftige. Dann müssten wir einen Klick weitermachen. Und hier sehen wir die grünen. Es sind zukünftige Kampagnen, die gestartet werden, wozu gerade auch eine Einreichung der Angebote ja, gegeben ist. Ihr könnt das machen, zum Beispiel hier Werkzeuge und Werkstattbedarf bis 40% gegenüber der UVP. Da klickt ihr das zum Beispiel an. Hier ist es wichtig, dass ihr dementsprechend hier diese ganzen Voraussetzungen für ein Produkt erfüllt, um hier ein Angebot einzureichen. Und falls ihr Produkte hier in dieser Kategorie verkauft, könnt ihr hier ein Angebot einreichen. Klickt ihr hier drauf, wählt eure dementsprechend hier Heimwerker und die Kategorie aus und habt dann die Möglichkeit, hier eure Produkte, falls ihr in dieser Kategorie was anbietet, wie gesagt, dann problemlos einreichen. eBay prüft das Ganze und schon habt ihr hier ein Wow-Angebot bei eBay drin und natürlich eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, hier auch eure Produkte gut zu verkaufen. So, kommen wir zur nächsten Änderung. Und zwar geht es hier um Zahlungsoptionen für Käuferinnen und Käufer. Der schreibt, wird das Ganze eingeführt. Ich habe nachgeschaut, es funktioniert jetzt schon, dass man bei eBay mit Klarna Rechnung und Klarna Ratenkauf bezahlen kann. Zwei sehr, sehr wichtige Zahlungsoptionen, die eBay hier gewählt hat. Ich habe schon öfters bei eBay immer ein Feedback gegeben, führt doch bitte Rechnungskauf mit ein. Nun ist es soweit, viele haben sich das wohl gewünscht und was natürlich auch ja, die Umsätze erhöhen wird bei eBay, denn viele, viele Käuferinnen und Käufer kaufen gerne hier über Rechnungskauf. Die meisten möchten erst das Produkt sehen, bevor sie es überhaupt bezahlen. Und so haben Sie natürlich hier die Möglichkeit, das Ganze. Hier steht ab Sommer, es funktioniert wie gesagt jetzt schon. Neben Google Pay, Apple Pay, Sofortüberweisung über Klarna und PayPal, aber auch natürlich die Kreditkarten, werden nun diese zwei neuen Zahlungsoptionen hinzugefügt für die Käuferinnen und Käufer, was sehr, sehr gut ist, finde ich, ja. Und ihr müsst euch darüber gar keine Gedanken machen. Die Zahlungsoptionen hat ja eBay in der Hand. Dementsprechend, falls ihr hier das Ganze anbieten möchtet, dann macht ihr es automatisch, ja, wenn die Voraussetzungen natürlich erfüllt sind. Ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder Verkäufer das anbieten kann, aber in der Regel für alle gewerblichen Verkäufer wird es wohl eine Option sein. Gucken wir uns die nächste Änderung an. Und zwar geht es hier um die eBay Academy, ja, was eBay super gemacht hat. Sie hat hier diese eBay Academy ins Leben gerufen, so dass man hier als gewerblicher Verkäufer sich weiterbilden kann, schauen kann, wie kann ich mein Geschäft erweitern, wie kann ich es optimieren, wie kann ich Wachstum schaffen. Ja? Und hier hat eBay drei Module, und zwar für Anfänger, ja, dann für mittleres Niveau und für Fortgeschrittene. Wenn ihr euch das anschauen möchtet, gerne unten, wie gesagt, in der Videobeschreibung seht ihr dazu den Link und könnt euch hier weiter informieren. Das Ganze ist natürlich kostenlos. Ihr könnt hier draufklicken und habt hier dann dementsprechend verschiedene Bereiche und Kategorien, wie ihr euch weiterbilden könnt. Und ihr seht hier 10 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten direkt die Dauer dieser, ja, dieser Schulung, sage ich mal so. Und wie ich gehört habe, nach jeder abgeschlossenen Schulung bekommt man auch ein Zertifikat. Also echt gut umgesetzt von eBay, wie ich finde. Und dementsprechend ein Blick wert, das Ganze sich anzuschauen hier. So, kommen wir zur nächsten Änderung und zwar geht es hier um neue eBay-Logistikprogramme. Ich habe ja bereits schon mal ein Video zu Orange Connex gemacht. Könnt ihr auch hier oben in der Videobeschreibung sehen.
Und hier kommt jetzt zum Beispiel Fiege dazu, Sofortversand per Fiege. Das wäre auch eine Sache, die recht cool ist. Also eine Abholung durch diesen Versanddienstleister, der bei euch die Pakete abholt direkt vor Ort. Das Ganze könnt ihr buchen und dementsprechend hier das Ganze in Anspruch nehmen. Wenn ihr das Ganze nutzen möchtet, informiert euch gerne darüber, schaut euch das an. Ich finde, das ist eine sehr gute Alternative zu anderen Versanddienstleistern, wie zum Beispiel DHL, wo man eine Abholung beantragen kann, und hier wird das Ganze von Fiege nun umgesetzt. So, hier haben wir noch ein paar Informationen zum Sofortversand bei Fiege. Ihr seht es hier, das sind hier die Städte, die es bereits anbieten. Ihr könnt es natürlich hier auch einmal euch registrieren und ausprobieren, falls eure Stadt hier nicht mit dabei ist. Wie gesagt, hier seht ihr auch die Vorteile und so weiter. Ich möchte da nicht zu tief reingehen. Falls ihr noch weitere Informationen dazu haben möchtet, gerne unten in der Videobeschreibung, aber auch zu allen anderen Themen, wenn ihr ein bisschen das Ganze näher haben möchtet. Ich werde einzelne Themen noch tiefer besprechen in verschiedenen Videos, aber hier in dem Falle freue ich mich natürlich über euer Feedback, falls ihr besondere Themen haben möchtet, wo ihr noch näher drauf eingehen möchtet. So, das sind die Änderungen, die eBay uns hier bereitgestellt hat. Also wie gesagt, einiges, was uns Verkäufern bei eBay das Verkaufen erleichtern wird und noch besser machen wird. Dementsprechend schau dir das Ganze an, die Änderungen, und so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Gerne natürlich auch hier weiterhin auf diesem Kanal, falls dir dieses Video gefallen hat und du noch mehr solcher Videos sehen möchtest, gib dem Video gerne einen Daumen hoch. Das lässt mich weitere Videos für euch erstellen und motiviert mich natürlich. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Viel Spaß und alles Gute. Ciao.